Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich einen Streamer für euch, der bei seinem Interview so nervös war, dass er mich am liebsten deabonnieren wollte, weil er sein eigenes Video nicht sehen wollte. Agrarsascha, viel Spaß. Moin Sascha, stell dich doch mal kurz vor. Ja, hallo, ich bin der Sascha. Mich kennt man als Agrarsascha im Internet, hauptsächlich auf Twitch und auch auf Instagram bin ich ein bisschen unterwegs. Ja, und da mache ich so ein bisschen Content zum Farming Simulator, zum LS. Im LS, ja. Genau, da kenne ich die meisten her. Deine Lieblingsfarbe? Blau. War einfach, oder? Ja. Du bist videotechnisch, live-technisch ausschließlich auf Twitch unterwegs. Wieso kein YouTube? Hat mich bis jetzt noch nicht so gereizt, muss ich sagen. Also, auf Twitch, da fühle ich mich wohl. Mehr kann man da nicht zu sagen. Also. Aber ich will es jetzt nicht ausschließen, dass ich in Zukunft irgendwann mal auch auf YouTube zu sehen sein werde. Das will ich gar nicht ausschließen. Also. Ja, es ist ja doch irgendwo ein bisschen was anderes. Ne? Es ist ja wirklich dann Aufnehmen und kein Chat da. Ich denke mal, das ist für viele eine Hürde, sage ich mal, von Live auf Video zu gehen. Ich glaube, von Video auf Live zu gehen ist einfach. Das denke ich auch, ja. Also ist schon was anderes. Ja, einfach dieses Live-Interagieren, ne, mit den Leuten, das ist so der Knackpunkt, denke ich, der mir da auch Spaß macht irgendwie. Auf Twitch streamst du erfolgreich den LS19 zurzeit. Zufrieden mit deinen Zuschauerzahlen? Ja, im Moment kann ich mich nicht beschweren, würde ich sagen. Also momentan geht das auch so ein bisschen noch nach oben so. Kennst du denn deine Zuschauerzahlen? Meine Zuschauerzahlen, die kenne ich, die beobachte ich auch. Intensivst, möchte ich sagen. Schon so intensiv, dass man sagt, wenn es irgendwo ins Negative geht, dass man so ein doofes Gefühl bekommt, oder stört sich das überhaupt gar nicht? Nee, also ich mache jetzt nicht jetzt den Streamer oder so, das nicht. Aber interessieren tut es mich schon, würde ich mal sagen. Tut mich schon interessieren. Bin ich so ein bisschen hinterher, aber ja, wenn es jetzt runtergeht, dann verändere ich dadurch jetzt auch nicht meinen Content oder so, ne? Und sag hier. Oh, dann machen wir mal einen 24-Stunden-Stream einfach mal so. Das treibt die Zahlen ja doch schon wieder ein bisschen nach oben, so erfahrungsgemäß. Aber mache ich jetzt nicht. Es kommt, wie es kommt, sage ich. Du sagtest gerade, und ja, du kennst deine Zahlen. Wie sieht es denn mit dem Partner aus? Ja, habe ich mich jetzt auch schon tatsächlich einmal beworben, muss ich sagen. Jetzt könnte ich dann, glaube ich, demnächst nochmal. Und dann sollte das auch klappen. Ich wollte gerade sagen, also das erste Mal wird man ja generell abgelehnt. Ich denke, das war bei der letzten Bewerbung auch eine knappe Kiste vielleicht. Soll man sagen. Welchen Beruf übst du denn privat aus? Ich bin gelernter Landwirt und Hälfte auf einem Milchbetrieb, genau. Was machst du da genau? Haupttätigkeit sind für mich tatsächlich gar nicht so viel Trecker fahren. Ich kümmere mich eigentlich eher ums Vieh, tu viel melken und einmal die Woche mache ich auch dann die Kälber noch und sowas. Dann mache ich immer mittwochs. Weil du für mich der lange Tag, da bin ich da immer mindestens 12 Stunden, 13, 14, 15 Stunden auch manchmal. Da am Start, morgens um 7 Uhr geht's da los. Ja. Aber du bist auch mit einem Schlepper auf Feldern unterwegs, oder? Nee, auf Feldern tatsächlich gar nicht so viel. Da haben wir eher andere Leute für. Wenn ich auf dem Schlepper sitze, dann eigentlich auf dem Futtermischwagen. Wenn ich Schlepper, also ich fahre auch zwischendurch wirklich Schlepper. Und auch viel Hoftruck und sowas. Und, genau. Und aber tatsächlich mache ich am meisten mit den Kühen. Mit den Kälbern und sowas. Und die Verbindung von Arbeit, den ganzen Tag als Landwirt arbeiten und dann nach Hause kommen, Stream anschmeißen und wieder als Landwirt tätig sein? Tja, warum? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich sehe das jetzt irgendwie nicht so als Ausgleich, ne, dass ich jetzt sage, okay, jetzt habe ich heute viel mit Tieren gemacht, jetzt muss ich mal abends nochmal vor den PC und nochmal unbedingt jetzt nochmal Trecker fahren. So ist das gar nicht, weil ich finde auch, ja, man kann den LS nicht mit der Realität großartig vergleichen, muss ich sagen, ne? Also es ist schon nochmal was ganz anderes, in echt einen Trecker zu fahren, als sich abends dahin zu setzen vor dem PC und dann ohne Trecker zu fahren. Das kann man nicht miteinander vergleichen, deswegen. Mich hat vor 12 Jahren einfach der LS gepackt und bis heute nicht mehr losgelassen. Deswegen spiele ich LS und deswegen setze ich mich abends regelmäßig dahin und ja, jetzt seit 2 Jahren oder seit anderthalb Jahren auf Twitch unterwegs damit. Verdienst du gutes Geld mit Twitch? Kannst du sagen, dass du eventuell irgendwann davon leben kannst, leben möchtest? Also ich glaube, die Mischung aus realer Landwirtschaft und halt hier sitzen und virtuell Landwirtschaft streamen, das ist, glaube ich, so eine Sache. Also im Moment finde ich das eigentlich so, wie es jetzt ist, eigentlich schon eine ziemlich coole Sache. Und ja, also ich möchte das eine nicht missen, sage ich mal, das eine und das andere.
Also so wie es aktuell läuft, das finde ich eigentlich gut. Wenn es ein bisschen mehr Streaming werden würde, dann hätte ich da auch nichts gegen, so ist es nicht. Aber ich sag mal so, ich kann jetzt nicht das eine in die Ecke schmeißen und von dem anderen leben, ne? Das also, ist schon ungefähr so, liegt ungefähr so in der Waage. Also wäre es jetzt keine Alternative für dich zum normalen Beruf nur noch zu streamen? Nein, also das, ich glaube, da würde ich, also ich muss auch mal raus und an der frischen Luft was arbeiten, so, ne? Das muss ich schon noch. Auch für die Fitness ist das, glaube ich, ein bisschen, ist das schon gar nicht ganz so schlecht. Man ist ja doch körperlich aktiv in der realen Landwirtschaft. Also da ist nicht nur Lenkrad drehen und Knöpfchen drücken und mit der Maus ein bisschen bewegen. Das ist ein bisschen was anderes. Auf jeden Fall. Ab welcher Summe bist du käuflich? Ich glaube gar nicht. Also gar nicht. Boah. Schwierig. Schwierige Frage. Ist auf jeden Fall schwer, glaube ich. Also müsste mir schon, glaube ich, eine große Summe andrehen. Also ah, die müsste schon fünfstellig, glaube ich, sein. Die müsste, glaube ich, schon fünfstellig sein. Obere oder untere Hälfte der fünfstelligen Zahl? Also über 500.000 oder unter 500.000? Unter 500.000, glaube ich. Wie wir schon festgestellt haben, sind deine Zuschauerzahlen, was den LS betrifft, sehr stabil. Was würde passieren, wenn du den LS nicht mehr spielst? Dann würde das, also ich habe das mal ausprobiert, ist auch jetzt schon wieder über ein halbes Jahr her, sieht dann nicht mehr so gut aus, würde ich sagen. Und ja, dadurch, dass ich auch mal wirklich ein, zwei andere Spiele mal angeworfen habe im Stream und eher gesehen habe, so, ist eher nicht so die Interesse da. Also ich weiß halt auch, dass die Leute einfach wegen dem LS irgendwie kommen, ne? Oder ja, auch wegen mir jetzt mittlerweile schon so. Aber ja, ich glaube, wenn ein anderes Spiel im Hintergrund laufen würde, was heißt im Hintergrund? Ist ja schon im Vordergrund, ich bin ja eher im Hintergrund. Ich glaube, dann sehen die Zuschauerzahlen doch schon anders aus. Würdest du sagen, dass du den LS auch anschmeißt, dass du eben genau diese Zuschauerschaft bedienst, beziehungsweise den LS eigentlich auch mal anschmeißt, obwohl du gar keinen Bock drauf hast? Nee, das würde ich nicht sagen. Also Bock habe ich eigentlich immer. Und ich weiß halt, was die Leute sehen wollen. Welches Spiel wäre mit derselben Zuschauerschaft eine Alternative für dich? LS22. Nee, keine Ahnung. Also vielleicht Euro Truck Simulator könnte man nochmal anspielen oder sowas. Was heißt anspielen? Habe ich auch schon ein paar Stunden runter. Ja, aber reizt mich tatsächlich seit ein paar Jahren nicht mehr so, muss ich sagen. Aber ich denke, da wären die Zuschauerzahlen vielleicht ähnlich. Also bewegst du dich wirklich hauptsächlich in der Simulatoren-Szene, auch wenn du mal nicht streamst? Ja, auch ein bisschen Ego-Shooter, aber eigentlich mittlerweile. Mittlerweile zocke ich eigentlich auch nur, wenn ich streame. Mittlerweile, also selten, dass ich mal den Stream nicht anhabe, wenn ich zocke. Schon mal ein Placement-Angebot bekommen? Ja, jetzt mittlerweile kommt das ab und zu ein, zwei Mal vor, vielleicht. Auch vielleicht jetzt ein, zwei Placements, wo man eher so sagt, Naja, also da geht's mir auch gar nicht drum, ne? Da jetzt durch Werbeeinnahmen da reich zu werden oder sowas. Irgendwie sowas. Da geht's mir gar nicht drum. Deswegen. Aber ein schöner Nebenverdienst wäre nicht schlecht, ne? Nee, das auf jeden Fall. Aber wenn mir so ein Placement angeboten wird, dann muss ich da auch wirklich 100% von überzeugt sein. Weil ich meinen Zuschauern halt auch keinen Scheiß andrehen will, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Berge oder Strand? Berge. Sascha, vielen, vielen herzlichen Dank für dein Interview. Dankeschön für deine Zeit. Jo. Und ich sage auch Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Also, riesengroße Ehre für mich. Die letzten Worte gehören dir. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. War wirklich cool. Auch wenn ich ordentlich nervös bin oder nervös war. War wirklich cool, das mal zu machen. Tschüss.